So, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Video, meinem neuen in meinem Kanal. Ich sage immer neuen, weil es noch neu ist für mich. Heute zu Gast freut mich sehr die Janine Stürzenegger aus der Schweiz. Wir haben uns kennengelernt über auch übers YouTube sozusagen. Du bist auf mich aufmerksam geworden und es ging dabei um ihren Hund, den Rikpa. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt und mittlerweile ist eine richtig gute Freundschaft draus geworden. Wir werden dich jetzt auch bald besuchen. Freuen Oh ja. wir uns. Und ja, und ich hatte einfach die Idee, dich einfach jetzt ein bisschen bekannter zu machen, weil du ein ganz tolles Thema nämlich am Start hast, was, denke ich mal, für viele auch interessant ist. Und ich würde einfach mal sagen, ich überlasse dir jetzt mal das Wort und du stellst dich einfach kurz mal vor und sagst auch, was so dein Anliegen und so weiter ist. Janine, du hast das Wort. Danke, lieber Dirk. Ja, ich freue mich sehr, heute hier dieses Video mit dir zu machen. Und ja, wie du so schon gesagt hast, mein Name ist Janine Sturzenegger. Ich wohne in der Schweiz mit meiner Tochter zusammen, unserem Hund eben Rikpa, den Katzen. Und ja, es ist so meine Geschichte oder mein Leben. Das war ganz achterbahnmäßig. Es ist vieles geschehen. Und wie es so gekommen ist, ich denke, ich beginne mal in meiner Kindheit, weil so wie ich mich zurückerinnern kann und wie ich hier auf die Erde kam, war mir vieles fremd. Es erschien mir hier alles sehr dicht und unveränderlich. Und das hat mir schon in den ersten Lebensmonaten sehr viel Mühe bereitet, weil ich fand es beispielsweise auch komisch, dass ein Mensch, wenn er geboren ist, nicht sprechen kann. Also ich hatte ja keine Möglichkeit, mich auszudrücken, wie ich mir das sonst gewohnt war, dass Menschen mich verstehen, selbst wenn ich nicht spreche. Das war nicht so. Und ich habe dann viel Kraft, würde ich mal sagen, so darin investiert, um mich bemerkbar zu machen. Aber das war ja dann immer nur ein Weinen. Und das fand ich sehr deprimierend. Also so hatte das schon begonnen, dass für mich Menschsein eher nicht schön war. Also ja, ich empfand es nicht als schön. Und deshalb wollte ich auch immer zurück. Und zurück hieß für mich einfach zurück. Ja, in die geistigen Welten, und das ist ja so unendlich groß. Das kann ich nicht festlegen, wo, wie, was, aber das hat mich da immer hingezogen. Und mir hat hier auch das Licht gefehlt und die Liebe vor allem. Und auch, wo ich Kind war, habe ich mich nicht als Kind gefühlt, sondern als das, was ich bin. Und ich spürte aber, dass von den Gegenüber, von den Menschen, auch gerade von der Familie, auch wenn sie dich mögen und lieben, aber irgendwie wirst du nicht als das gesehen, was du bist. Und das hat mich sehr verunsichert. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich dann in den Kindergarten gekommen bin. Da hatte ich dann auch mit meinen Freunden ja über Dinge gesprochen, die ich wahrnehme, wie andere Wesenheiten. Und die hielten mich natürlich für verrückt. Und in meiner, ich würde mal sagen, lieblichen Art habe ich dennoch weiter darüber gesprochen, weil ich dachte, nun gut, im Kern, und das sehe ich bis heute so, im Unterbewusstsein, sage ich mal, nehmen wir ja alle mehr oder weniger gleich viel wahr. Nur können wir es nicht richtig übersetzen, sage ich mal. Es kommt nicht bis ins Wachbewusstsein. Und so hatte ich immer die Hoffnung, nun gut, wenn ich immer darüber spreche, irgendwann wird mein Umfeld sich verändern. Aber natürlich geschieht das nur, wenn derjenige das ja auch will. Ja, und dann kann ich mich erinnern, dass wenn ich jeweils nach Hause kam, vom Kindergarten oder der Schule, dass ich mich immer direkt hingelegt hatte und wieder mit der geistigen Welt verbunden, weil ich fand das so anstrengend. Also wie das hier so abläuft, und vor allem sah ich keinen Sinn. Das ist so mein Ding. Und ich weiß, ich habe dann auch meine Eltern gefragt, warum seid eigentlich ihr Erwachsene, die meisten, so hoffnungslos? Und dann habe ich von meinen Eltern, aber auch von anderen Erwachsenen mehr oder weniger immer dieselbe Antwort bekommen, nämlich, naja, weißt du, als Kind bist du frei, du kannst tun und lassen, was du willst, du kannst spielen. Und wenn du erwachsen bist, dann geht es um Beruf und du musst Rechnungen bezahlen. Und dann hörte ich ganz viel das Wort, du musst. Und dann habe ich so zugehört und gesagt, aber ich sehe das ganz anders. Also wenn ich doch erwachsen bin,
dann bin ich endlich frei. Also dann kann ich entscheiden, was ich will, weil als Kind muss ich ja zur Schule, ich muss zu Hause sein und da hatte ich eher das Gefühl, es ist so viel muss und nicht ich darf. Ja, und das hat dann auch schon da begonnen, wo ich meinen Eltern sagte und vor allem mir selbst, also wenn ich mal ein Kind habe oder Kinder, dann mache ich das anders. Weil warum geben wir diese Muster, die wir haben oder sehr oft das, was uns, also als Erwachsene in der Kindheit traurig gemacht hat, warum geben wir das immer weiter? Das war für mich auch so ein Thema, wo ich mich viel damit beschäftigt habe. An was liegt das, dass das immer weitergeht? Warum nicht sagen, stopp, ich verzeih mir das, ich übergebe das dem Göttlichen und ich mache es jetzt anders. Und ich hole das aus meinem Kind heraus, was da drin steckt. Also sich auch auf das Kind ihn einlassen. Ja, und dann ging das weiter. Und wo ich dann eben ungefähr 10 Jahre alt war, war ich aber fest davon entschlossen, dass ich die Erde verlasse, weil ich wollte wirklich nicht mehr hier sein. Und es gab viele, viele Stunden, wo ich geweint habe, teilweise fast täglich, weil ich einfach nicht mehr hier sein wollte. Und ich hatte dann meine geistigen Helfer gefragt, bitte, also sprecht ihr mit Gott, dass ich wieder zurück darf. Ich will hier nicht sein. Und ich bekam sehr lange die Antwort, nein, du gehörst hierher und das ist jetzt dein Platz. Aber eines Tages weiß ich noch, also kann ich mich erinnern, war es dann so, dass sie mir sagten, gut, du hast jetzt so lange dafür gebeten und bist wirklich entschlossen, also du hast deine Absicht und du hast den freien Willen. Also dann habe ich meinen Körper sozusagen verlassen und ich hatte auch meinen Eltern einen Abschiedsbrief geschrieben, weil ich war der Überzeugung, also ob ich jetzt meinen Körper mitnehme oder nicht, das weiß ich nicht, wie ich die Absicht da geäußert hatte, aber ich wusste, ich kann gehen und den Körper einfach verlassen. Und ich Also hatte ganz den dann, kurz dazu, ja. weil das, denke ich mal, interessiert die Zuhörer bestimmt auch. Hast du dich einfach hingelegt und gesagt, so, jetzt gehe ich? Oder weil ich sage mal, das ist ja zwar schön, also es klingt so, so nach dem Motto, ich schreibe jetzt einen Abschiedsbrief und lege mich hin und gehe. Also Ja. wie war das wirklich? Also wie ist das wirklich passiert? Also ich hatte mich auf den Boden hingesetzt, das weiß ich, und ich hatte so ein Bild von einem Maler, wo so ein Baumgeist drin war, also so sichtbar. Und mit diesem Bild habe ich mich sehr oft verbunden, wenn ich so die Anbindung gesucht habe zum Göttlichen, weil ich da dieses Licht wahrgenommen hatte. Und dann hatte ich, ja, wirklich die Augen zugemacht, weil da war mir das so präsent. Und zuvor hatte ich diesen Brief geschrieben, ja, ich habe den heute noch und habe den meinen Eltern aufs Bett gelegt. Und ja, dann habe ich den Körper verlassen. Und was war das für ein Empfinden? Hast du dich dann in dem Moment wirklich groß und leicht gefühlt, wie man es ja, also so kenne ich es ja auch, wenn ich astral reise? Oder wie war das für dich? War dann dein Engel plötzlich neben dir auch gestanden? Hat er dich empfangen? Oder was ist da danach passiert? Also was ich weiß, der war schon vorher da, mein Engel. Also weil der hat mir ja das gesagt. Ich saß da wieder in meinem Zimmer und hatte eben auch, war traurig und hatte dann diesen Brief geschrieben und sagte wirklich, jetzt heute geht das. Weil ich ja wusste, jetzt habe ich die Erlaubnis und es ist, also es liegt an mir, ob ich das wirklich tue oder ob ich das nicht tue. Und dann, so wie ich es mich eben jetzt erinnern kann, das hat sich auch immer mal wieder verändert, aber was ich so noch wahrnehme, war, dass ich eben dann auf eine Art Schiff gekommen bin und dass mir dann da, so wie, ja, ich habe es dir ja vorhin gesagt, wie eine Art holographisches Bild oder so dargestellt worden ist, wo mir gezeigt wurde, also wozu ich auf die Erde gekommen bin, sozusagen wie meine Zukunft wurde mir gezeigt. Und da waren aber auch noch andere Wesen. Also ich würde jetzt sagen Außerirdische, da waren nicht nur mein Engel, sondern einige waren da dabei. Und was ich auch mich erinnern kann, also wenn ich dann da war, dann war ich nicht dieses 10-jährige Mädchen. Also da war ich jemand anderes. Und
Ja, mir wurde das dann gezeigt und ich weiß, dass aufgrund dessen ich dann gesagt habe, gut, dann gehe ich zurück. Also ich ziehe das durch, ich bleibe auf der Erde und ich mache das. Was wurde dir gezeigt? Was meine Aufgabe ist, was ich mir selbst gegeben habe. Aber darüber spreche ich so öffentlich nicht. Nein, 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 es ist okay, aber hast du da einen Film gezeigt bekommen oder haben sie dir das einfach mitgeteilt, oder? Nein, das war wirklich, also ich habe mich selbst gesehen, aber du kennst das bestimmt auch. Das ist ja viel vielschichtiger, als wenn ich jetzt oder wenn wir uns einen Film im Fernsehen anschauen. Also das ist ja wie auf einer energetischen Ebene und das, ich kann das gar nicht in Worte beschreiben. Das ist so, also selbst die Emotionen, die ganzen Verknüpfungen, also wenn ich dann auf Menschen getroffen bin oder das gesehen habe, was dann wie dahinter alles für Aspekte stehen und für Verbindungen, das war so oder ist so vielschichtig. Und deshalb ist ja auch die Möglichkeit gegeben, in ganz kurzer Zeit so viel Information reinzupacken, weil wir hier auf der Erde würden ja, ich weiß nicht, wie einen langen Film drehen müssen. Also ich meine, es wäre ja gar nicht möglich, weil wir können ja no noch nur in Echtzeit wie was wiedergeben. Und da ist es ja wie in wenigen Minuten gefühlt, hast du ein ganzes Leben dargestellt. Und das ist, ja, und deshalb konnte ich ja das auch fühlen, weil das ist auch so was. Wir sind ja, oder so sehe ich es zumindest, fühlende Wesen, die jetzt hier menschliche Erfahrung sammeln. Und wenn ich kein Gefühl für was habe, dann hinterfrage ich das oder schaue für mich, was ist da dran, dass ich kein Gefühl dafür habe. Und solange ich kein Gefühl habe, unternehme ich auch nichts, weil dann stimmt noch irgendwas nicht. Und da waren eben ganz viele Gefühle dabei in diesem Film. Und ich auch wusste oder was ich sagen kann, der Grund, was es mich wirklich hier wieder auf die Erde, dass ich wusste, ich gehe zurück, war wirklich das Gefühl von Liebe und Hilfsbereitschaft. Also weil ich sah, wie groß die Not ist und wie, in Anführungszeichen, wie dunkel und wie viel eben Hoffnungslosigkeit. Und ich, das ist ja immer so, oder das hört man ja auch oft, bevor man auf die Erde inkarniert, hört man ja, da sucht man sich all diese Dinge aus und alles scheint so leicht. Und das ist ja wirklich so in einer gewissen Form, weil diese Dichte, diese Schwere, die ist ja da nicht da. Und so habe ich das auch da im Schiff wahrgenommen. In dem Moment sah ich wieder den Sinn. Und das hat mir die Kraft gegeben oder die Energie zu sagen, gut, nein, ich gehe wieder zurück. Weil dann hat sich's wieder leicht angefühlt. Was ich dazu ergänzend noch sagen möchte, ist mit dem Film. Also das ist vielleicht auch für die Zuschauer ganz interessant. Wir sehen nicht nur einen Film, sondern wir sind wirklich mit dem Empfinden dabei. Also man hat wirklich wenn man diesen Lebensfilm sieht, spürt man auch, also man ist praktisch mit integriert in dem Film. Man sieht es zwar als außenstehender Betrachter, aber du fühlst in dem Moment wirklich auch, wie du mit anderen Menschen umgegangen bist. Du spürst in dem Moment denen ihre Empfindungen, weil es ums Erfahren geht. Es geht nicht darum, vor Gericht zu gehen. Das ist ganz, ganz wichtig zu erklären. Sondern es geht einfach darum, dass die Seele erfahren möchte, verstehen möchte. Und deswegen schaue ich mir so einen Lebensfilm an und fühle gleichzeitig auch, was die anderen fühlen in bestimmten Situationen. Ja, also es wird nicht der gesamte Film durchlaufen, also geht da durch, sondern es geht bestimmte Bereiche, die für die Seele besonders wichtig erachtet waren im Vorfeld. Also bevor die Seele auf die Erde sich inkarniert hat oder bevor die Inkarnation stattgefunden hat, hat sie sich ja bestimmte Punkte herausgesucht, die sie lernen möchte. Und die werden im Lebensfilm nochmal entsprechend verarbeitet, um zu erkennen, dass sie das Gefühl hat, ja, das habe ich so verstanden, das habe ich so gemacht, oder nee, ah, da muss ich nochmal nachhaken, oder also so läuft es eigentlich ab. Und so ist das eigentlich auch mit dem Film. Also man sieht ihn nicht nur, sondern man fühlt es wirklich auch Das stimmt.
Ja. Und vor allem, was ich auch mich erinnern kann, du fühlst oder ich habe dann gefühlt diesen freien Willen. Also es ist nichts, wie oft auch ja man vielleicht in der spirituellen Szene oder so hört, dass Dinge angeblich alles vorbestimmt ist. Also so habe ich das nicht wahrgenommen. Es gibt so, ich sag mal, vielleicht die Meilensteine oder Dinge, die ich mir als Seele vornehme, aber wie ich das dann letztendlich gestalte, das ist mir frei. Und das kann ich mich erinnern, war in diesem Film auch so sichtbar oder fühlbar. Also wenn ich dann irgendwo wie mich reingefühlt habe, dann hat sich direkt alles wie verändert. Also und das ist dann auch sichtbar. Es ist eben nicht ein Film und der geht von A bis Z. Also das ist, ja, das ist so wie ein Reis in alle Richtungen. Ja, alles ist möglich. Haben deine Eltern den Zettel schon entdeckt, als du wieder zurück warst, Meine oder? Mama. Okay. Weil wo ich dann wieder zurückkam, ich sage dann nachher noch kurz was dazu, aber ich kam dann wieder zurück in meinen Körper und bin dann ins Elternschlafzimmer geeilt und wollte den Brief wegnehmen, weil ich dachte, naja, jetzt müssen meine Eltern das nicht lesen, oder? Hat sich jetzt erübrigt. Aber dann stand meine Mama da und weinte, weil sie hatte das gesehen. Und ja, ich hatte dann, so gut ich konnte, ihr das erklären wollen, weil ich hatte in diesem Brief auch geschrieben, wann immer ihr also an mich denkt, dann bin ich da, weil ich wusste ja, das ist möglich, oder? Und von daher hatte ich ihnen auch im Brief geschrieben, ihr müsst nicht traurig sein, weil das ist auch so ein Thema, also Thema Sterben, wie das vielleicht viele kennen oder was das für sie bedeutet. Ich kannte das nicht oder ich kenne es bis heute nicht, diese Angst vor dem Sterben, weil das ist wirklich wie, ich habe immer, wenn mich jemand gefragt hat, schon als Kind, ja, wie siehst du denn das, habe ich gesagt, für mich ist es wie, wenn ich jetzt hier in der Schweiz lebe und wenn ich erwachsen bin, entschließe ich mich, ich gehe nach Amerika. Also ich kann dann nicht sofort direkt wieder nur in den Zug steigen und bin ja schon dann wieder zurück. Aber es ist immer noch verbunden und es ist einfach an einem anderen Ort. Und genauso sehe ich das auch, wenn wir hier von der Erde gehen. Es ist ja alles zusammen. Also nur hier auf der Erde wird uns das so vorgegeben, dass das so wie eine Art, was Quarantäne ist oder wie so eine Isolation. Aber wenn das mal durchbrochen ist, wird sichtbar, da ist ja so viel mehr und es gibt gar nicht diese Begrenztheit. Also in Wirklichkeit existiert die ja gar nicht. Und deshalb war das für mich auch nicht schlimm oder ich hatte mir da auch keine Vorwürfe gemacht gegenüber meinen Eltern, weil ich dachte, ich bin ja ein freies Wesen. Und wo ich sie aber dann so traurig sah, hat es mich natürlich auch getroffen oder berührt, weil es ist ja meine Mama. Und ich dann schon dachte, oh je, was hast du jetzt da gemacht? Aber ja, so gut ich es konnte, habe ich sie erklärt. Ich habe später dann mit ihr darüber gesprochen und weiß, sie hatte nicht alles verstanden, weil ich glaube, das kann auch niemand verstehen. Also ja, wenn man da Weißt du drin ist. ungefähr, wie viel Zeit vergangen ist von dem, wo du gegangen bist, bis zum Zurück? Keine Weil du Ahnung. hast ja den Brief eigentlich abfangen wollen oder das Ja. Schreiben. Also so Zeitgefühl, 5 Minuten, 10 Minuten oder so, weißt du, was? Keine Ahnung. Okay. Weil Keine das kann nämlich gesteuert werden. Das bin ich auch oft mal gefragt worden, wenn ich astral reise. Weil, ich sag mal, ich habe ja nur einen normalen Schlaf nachts von 7 Stunden oder so zur Verfügung, ja. So, und es ist aber schon gewesen, auch damals bei meiner nächtlichen Ausbildung, die ich bekommen habe, dass ich teilweise nur 1 Minute auf der Erde weg war und hatte aber Stunden da oben verbracht. Stimmt, ja. Also, Diese du kannst Erfahrung das, kenne ich auch, ja. ja, also du kannst das interessanterweise, oder die können das steuern. Ja, Ja, das also, stimmt. das ist so, deswegen hatte ich jetzt gedacht, Ja. wenn du sagst, ja, es hätte ja auch sein können, du kommst zurück und dann haben sie schon die Beerdigung gemacht, geplant, oder? Also ich Ja. meine, das Nee, ist ja also alles, gefühlt war es ne? wenig. Also gefühlt war es eine kurze Zeit, Ne, okay. wo das war, ja. Aber darauf habe ich damals keine Beachtung dem geschenkt oder ja, weiß ich nicht. Ja, Ja. aber es wäre ja schon Ja, blöd. aber was ich noch sagen wollte, ist, ich weiß dann eben, wo ich mich entschied, wieder zurück hier auf die Erde zu kommen, dass mir, wie gesagt wurde, aus Schutz sozusagen für
mein irdisches Leben hier jetzt auf der Erde wurden mir dann viele Wahrnehmungsfähigkeiten sozusagen wie geschlossen, weil die haben mich immer sehr, also das war viel schöner und viel interessanter für mich als all das, was sich auf der physischen Ebene abspielt. Und ich da ja merkte, wenn ich das habe, diese Fähigkeiten in dieser ausgeprägten Form, dann ist es fast nicht möglich. Und ich kann mich eben erinnern, dass ich dann auch eines dieser Wesenheiten gefragt habe, aber warum ist es denn nicht möglich, also dass ich das doch alles habe? Und mir dann gesagt worden ist, es wird die Zeit kommen, wo du das alles wieder hast, aber jetzt ist es wichtig, dass du dich auf deine Kindheit, deine Jugend, auf das alles konzentrierst und diese Erfahrungen für dich sammelst. Und wenn du diese Fähigkeiten dennoch behalten würdest, dann kannst du das nicht. Also wurde mir beispielsweise auch gesagt, du könntest nie fernsehen, weil oder dir Filme anschauen oder mit anderen Kindern diese Dinge so erleben, wie sie sie erleben, weil du siehst dann immer schon, wie was dahinter steht. Und das ist auch so. Ich kann mich erinnern, dass das so war. Und das stimmt natürlich. Dann hätte ich diese Erfahrungen, die ich dann gemacht habe, nicht gemacht. Und hätten mir dann letztlich sozusagen wie gefehlt, um dann den Menschen auch auf diese Art und Weise helfen zu können. Denn wenn mir selbst die menschliche Erfahrung fehlt, kann ich schlechten Menschen verstehen, oder? Also, so habe ich das für mich immer gesehen. Aber es war wie ein Schock für mich dennoch, weil es war dann ganz anders. Und es ging nicht gerade besser, sage ich mal, dann mit der Traurigkeit, denn es war sogar gefühlt eine Zeit lang schlimmer, weil auf einmal sah ich die Dinge, wie sie andere sehen. Und ich dachte immer, da ist aber mehr. Und ich weiß beispielsweise auch, das hatte ich fast, also über viele Jahre, bestimmt 20 Jahre, immer, wenn ich mir Bäume angeschaut habe und die Augen zugemacht und wieder auf, dachte ich, jetzt ist der Baum tatsächlich immer noch in dieser einfachen Form hier. Also weißt du, dieses energetische oder diese Sinnlichkeit, das, was ja die Seele liebt, diese Leidenschaft, die war nicht da. Und das hat mir total gefehlt. Und deshalb habe ich es auch als sehr dunkel und Unlicht alles wahrgenommen, weil mir diese Farben gefehlt haben und dieses einfach das Gefühl, ja, für diese Dinge. Und du bist ja jetzt eine erwachsene Frau, hast auch Ja. ein Kind. Du hast ja gesagt, du möchtest das anders machen als deine Eltern. Was hast du anders gemacht? Wahrscheinlich alles, was man kann. Zumindest war das immer das Echo vom Umfeld. Naja, also es fing schon damit an, dass wo ich schwanger war, da hieß es, du musst diese Vorbereitungen treffen und jenes machen und das darfst du nicht und das sollte man nicht, ob das jetzt Essen betrifft oder andere Dinge. Und ich habe einfach immer auf mein Gefühl gehört und das gemacht, was ich fühle. Und hat auch da schon natürlich mit der Seele kommuniziert, die dann zu mir kam. Und das war auch ganz interessant, weil je näher der Geburtstermin kam, je mehr war die Seele immer wieder bei mir präsent. Also vorher war die noch viel mehr, die wusste zwar und wollte ja auch dahin kommen, aber die war noch mit anderen Dingen viel mehr beschäftigt als jetzt mit dem, was dann hier eintrifft. Und das hat sich dann natürlich geändert. Ja, und wo ich sie dann geboren hatte, natürlich war es so, dass ich bewusst auch, wo ich sie gestillt habe, immer, wenn ich sie gestillt habe, habe ich nichts anderes gemacht. Also ich wollte auch keinen Menschen in meiner Nähe und schon gar nicht mit jemandem sprechen, weil ich sagte, das stört dieser Energieaustausch. Also wenn eine Mutter ihr Kind stillt, jetzt auch von der physischen oder ja doch von dieser Perspektive aus, das sind ja wie wenn ein Kind bei einer Mutter trinkt. In diesem Zeitabschnitt findet ja ein Austausch von Boten statt, also von den beiden Körpern. Und das Kind sagt automatisch, wie dem Körper oder dem Organismus der Mutter, was sein Körper braucht. Und diese Milch produziert das ja dann oder der Körper produziert das und gibt das dann dem Kind sozusagen mit der Milch. Und
Wenn jetzt aber eine Mutter zu dieser Zeit spricht oder sich mit Sorgen beschäftigt oder aufregt, dann wird das natürlich vermittelt. Und das wollte ich nicht und deshalb habe ich das schon mal anders gemacht. Und meine Tochter hatte sehr viel getrunken und sehr lange. Also das heißt, die ersten 14 Monate habe ich sehr viel Zeit ja alleine verbracht mit ihr, weil dann schlief sie auch im Arm ein und wenig später wieder erwacht und wieder trinken. Und ja, dann hat mir mein Umfeld oft gesagt, also sieht man dich überhaupt noch ohne dein Kind? Also du hast ja immer nur dein Kind auf dem Arm. Und ich sagte immer, ja, ich kann das schon verstehen, aber das ist so wichtig, weil wenn dieses Fundament einem Kind gegeben wird und da später kommt ja dann noch viel mehr, dann ist ein Kind, ich würde mal fast sagen, mit etwa 7 Jahren so weit, dass es alles hat an Grund einer Grundausbildung sozusagen eine Art, was es braucht, um dann wirklich ein geerdeter Mensch zu sein und seine Aufgabe auch ausführen zu können und das Potenzial zu entfalten. Und so gesehen, aus dieser Perspektive sind ja selbst 7 Jahre keine Zeit. Also das ist überhaupt nichts. Du kannst dir so viel ersparen, wenn du diese ersten Lebensjahre wirklich dem Kind widmest, als was du dann alles für, ja, ich sag mal, Probleme hast später, weil das sozusagen alles ja noch nachgearbeitet werden muss oder will. Das will ja vervollständigt werden. Hast du dein Kind dann in den Kindergarten auch gebracht? War es in den Kindergarten gegangen? Nein, Nicht. ich hatte den Wunsch, dass, also ich dachte, wenn ich ein Kind habe, schicke ich das nicht zur Schule. Und dann hieß es ja, das geht nicht. Und dann hatte ich auch mit meinen geistigen Helfern gesprochen und sie gebeten, mir da einen Weg zu zeigen, wenn es denn richtig ist. Also das mache ich immer, egal bei was. Selbst wenn ich was wirklich nicht will oder will, ich überlasse es letztendlich immer dem Göttlichen, weil ich lasse mich führen. Vielleicht will ich was und das ist nicht ideal. Ja, und ich hatte dann eine Dame beim Einkaufen getroffen und die hat mir berichtet, dass es in der Schweiz das Homeschooling gibt. Und kurze Zeit später hatte mir meine Mama auch einen Artikel aus einer Zeitung gegeben und dann wusste ich, das ist es. Also das heißt, das Kind zu Hause selbst zu unterrichten. Und ich habe mich dann schon früh damit befasst, also wo sie dann 3 Jahre war. Bei uns in der Schweiz kommen sie ja entweder mit 4 oder 5 Jahren in den Kindergarten, je nach Geburtsjahr. Und ja, dann habe ich mich damit befasst und wusste, das ist der richtige Weg. Und ich habe dann auch mit meiner Tochter darüber gesprochen. Ich habe sie mit 5 sozusagen eingeschult und hatte sie gefragt, was sie denn das Gefühl hat, was für sie richtig ist. Weil ich sagte, wir können uns ja auch Kindergärten und Schulen anschauen, dass du dir ein Bild machen kannst. Und wir waren auch da, aber sie sagte zu mir, Mama, ich sehe keinen Sinn. Also warum sitzen die alle auf Stühle und hören einem Menschen zu und die Mütter oder Väter, die geben das Wissen, das sie haben, gar nicht an ihre Kinder weiter? Was ist der Sinn? Also ich verstehe das nicht. Und dann wusste ich, ja gut, das werde ich jetzt bestimmt mal starten, so Kindergarten. Und das bedarf ja dann auch einer Bewilligung von dem Schulinspektorat. Das habe ich dann alles gemacht, obwohl ich ja auch zu diesem Zeitpunkt alleinerziehend war. Und es hieß, das ist gar nicht möglich. Also es ist so ein Ding. Ich scheine mir immer in meinem Leben diese Dinge, da hat mir angezogen, wo es heißt, das ist nicht möglich. Und entgegen aller Möglichkeit mache ich es mir dann möglich. Weil, und so war es auch da. Und das hat sehr gut funktioniert. Also ja, und mittlerweile machen wir das 5. Jahr. Und sie ist immer noch zu Hause, was natürlich nicht heißt, viele stellen sich dabei vor, dass dann die Kinder einfach nur zu Hause sind. Also so ist es ja nicht. Ich meine, wir sind sehr gut vernetzt mit anderen Familien, die das auch machen. Und gerade in der Schweiz hat das in den letzten 2, 3 Jahren sehr stark zugenommen. Und allein jetzt in unserem Kanton sind es zwischen 250 und 300 Familien. Also ist ja doch eine Menge. Okay.
Das heißt, die Schulen werden leerer. Ja, dafür hast du dann wieder die Flüchtlinge, die kommen oder Das ist klar. andere Dinge. Aber das Interessante ist, dass, ja, also ich habe das schon gefragt, die Inspektionen, wie das denn ist. Und sie sagen erstaunlicherweise, dass es mehr oder weniger immer dieselbe Zahl ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob bewusst da der Fokus drauf gesetzt wird, um einem das Gefühl zu geben, ihr seid wenig. Ich weiß es nicht. Und Aber jetzt ja. kommen wir noch mal in den Alltag rein. Also wenn ich jetzt sage, okay, meine Tochter unterrichte ich, ist ja alles gut und schön. Aber ich sage mal, ein Kind oder ein Kind geht ja mit einem Lehrer anders um, als wie mit der eigenen Mutter. Du weißt, auf was ich hinaus will. Also so Arbeitsverweigerung und so Ja, Geschichten, die haben ja. keinen Bock. Und ich denke mal, Ja. damit bist du ja auch konfrontiert. Ja, Wie natürlich. gehst du, dann damit um? Weil das, denke ich mal, ist, wenn jemand das, und ich wusste auch nicht, du hast ja auch gesagt, das kannst du nachher gerne, oder ihr könnt nachher gerne Janine auch dann mal anschreiben per Mail, weil es gibt wohl auch in Deutschland die Möglichkeit, Homeschooling tatsächlich zu machen. Und da blende ich dann nachher die Homepage und die Adresse und so weiter ein, wo ihr hinschreiben könnt. Und aber jetzt nochmal auf das Thema zu kommen. Also, wie gehst du dann mit dem Kind um? Ich sag mal, wenn es bockt, also weil. Im Schulunterricht heißt es, du musst das machen, und wenn du es nicht machst, musst du nachsitzen. Also da gibt es dann einfach klare Regelungen. Wie gehst du damit um? Also meine Erfahrung ist tatsächlich die, dass solange ich als, in dem Fall jetzt als Mama, kein Gefühl von Druck und Macht ausstrahle, gibt es diesen Zustand gar nie. Also diesen Zustand von ich will nicht oder ich mag nicht, den gibt es nicht. Also das kann ich jetzt wirklich aus Erfahrung sagen, das habe ich beobachtet. Wenn dieses Verhalten mal aufgetaucht ist, dann immer dann, wenn ich irgendwie wieder vielleicht mich mit dem Jahresbericht beschäftigt hatte für die Inspektion und ich wusste, ah ja, das und das und das. Und da kam dann so, weil ich meine, ich ging ja ganz normal zur Schule, ist dann vom Kollektivfeld her diese Energie spürbar von müssen, müssen, müssen. Und wenn ich dann nicht mich bewusst davon wie wieder frei mache oder das neutralisiere und mit dieser Einstellung an den Unterricht gehe, dann spürt das, also das Kind sofort und dann ist gleich, nee, mache ich nicht. Und ich meine, es kommt auch vor, dass ich erkenne es und merke, oh, das ist jetzt von dir, weil du sendest das aus. Und es gibt vielleicht auch den Moment, wo ich denke oder dann sage, doch, das, genau das machen wir jetzt. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich oder sie zu lachen beginnt, weil wir merken, wir sind wieder in dieses Spiel reingerutscht, weißt du? Also in dieses, warum überhaupt? Ich meine, warum gibt es diese Zustände an den Schulen? Ich habe erst gestern mit einer darüber gesprochen, die noch eine kleinere Schwester hat, die zur Schule geht. Und die fand das so interessant eben mit dem Homeschooling. Und kam genau auch diese Frage mit der Rebellion oder wenn jemand nicht mitmacht oder von wegen Noten. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn du dir mal überlegst, das Ganze mal auszublenden, was steckt eigentlich dahinter? Also was ist der Sinn von der Schule? Im Grunde genommen ja nichts anderes, als man wollte einmal Menschen Wissen vermitteln. Und irgendwann, also so ist mein Gefühl, hat man sich komplett in was verstrickt und immer mehr hineinverwoben. Und das Ganze ist so ein komplexer Apparat geworden, dass, ja, wie man so schön sagt, vor lauter Bäume den Wald nicht mehr sieht. Also es geht gar nicht mehr in Wirklichkeit ja oft ums Lernen, sondern gefühlt viel mehr um, du musst und weil ich sage, hast du das zu tun und das steht im Lehrplan. Ich weiß beispielsweise von mir, wenn ich gefragt habe, den Lehrer, wo es gerade um die Entstehung der Erde ging beispielsweise, und ich sagte, ich hätte da eine Frage dazu, es war in der Oberstufe, und ich habe gesagt, ich sehe das anders und habe dann begonnen, so zu sagen, wie ich das sehe, und dann sagte er, stopp, das gehört hier nicht in den Unterricht und das war nicht die Frage. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das verstehe ich nicht. Wir sind doch hier zum Lernen. Nein, aber das hat hier keinen Platz. Und so ist es ja immer. Also, das kannst du beobachten. Und da haben bestimmt vielleicht die einen oder anderen, die dazuhören, auch ihre Erfahrungen. Wenn ein Kind was hinterfragt, entweder hat der Lehrer selbst Angst und
und weiß, es könnte unangenehm werden, weil das Kind recht hat, oder er weiß tatsächlich nichts davon und er glaubt wirklich, das, was im Schulbuch steht, ist die Wahrheit. Und dann willst du das natürlich nicht hören, aber das ist auch so das, was ja bei Kindern in der Schule sozusagen immer mehr so wie vernichtet wird. Dieses Gefühl von Individualität und der Wahrheit, dass es nicht die Wahrheit gibt, sondern dass das ganz vielschichtig ist. Und um auf deine Frage zurückzukommen, das ist auch das, was ich spüre, wenn ein Kind diese Freiheit vermittelt bekommt und dieses Gefühl von, so wie ich bin, darf ich sein, dann kommt auch diese Rebellion nicht wirklich, weil es merkt ja, ich darf so sein. Und viele fragen dann auch, ja, aber will es dann immer lernen? Also ist es nie mal ein Tag, wo es sagt, ich will nicht, sage ich doch. Aber diese Freiheit kann ich ja mir auch geben. Weil all die Tage, wo mein Kind viel mehr lernt, weil es mit Freude lernt, und das wissen gerade wir Erwachsene viel besser, alles, was wir uns mit Freude anschauen, das bleibt. Und alles andere ist einfach im Kurzzeitgedächtnis. Und das ist sehr schnell weg. Und deshalb ist auch meine Erfahrung, dass Kinder, die zu Hause unterrichtet werden und denen das Freude macht, die sind viel weiter, was das also Wissen betrifft, weil die das einfach alles in der Freiheit und im Wollen sich aneignen und nicht, weil es Teil des Lehrplans ist. Gibt es denn auch zu Hause dann eine Benotung? Ist das vorgegeben von dieser Schulbehörde irgendwie oder von diesem Gremium? Nein, das ist nicht vorgegeben. Also wir machen es nicht. Du hast das Einzige, was du musst, dass du, also jetzt, das ist ja bei uns in der Schweiz kantonal verschieden, aber bei uns in der Schweiz das Einzige, was Pflicht ist, dass du auf Ende des Jahres einen Jahresbericht abgibst und da ziehst du sozusagen Bilanz, wie das Jahr war und gehst einzeln auf die einzelnen Lernziele ein, die der Lehrplan vorgibt. Also du bist schon nicht frei, aber weißt du, das Interessante ist meine Erfahrung damit, dass wenn du dem Fluss des Lebens vertraust, also es hat viel, sehr viel mit Vertrauen zu tun, dann also das Leben, das weiß, wie es funktioniert. Und wenn du dir dann den Lehrplan anschaust, der ist ja nicht von ungefähr. Er ist, also ich mag ihn nicht wirklich, weil er ist sehr trocken und einfach so in Muster verpackt, aber was dahinter steckt, die Art und Weise, wie du es dann vermittelst, bist du ja frei. Und das ist so vielfältig dann, dass du das wirklich erreichst, ohne jetzt ständig dir Gedanken darüber zu machen, schaffe ich das, muss ich das? Wie sieht es denn aus mit Fächern? Ich sage jetzt mal, wenn du noch in der Grundschule bist, also dein Kind noch in der Grundschule, ist es ja noch in Ordnung. Aber wenn es dann in die weiterführenden Stufen geht, weil ich meine, du bist zwar Informatikerin, also das heißt, du hast auch studiert, alles kein Thema. Aber es gibt ja auch für dich bestimmte Fächer oder bestimmte Bereiche. Wie erkläre ich es meinem Kind oder wenn ich mich damit nicht auskenne? Was gibt es da für Möglichkeiten, wenn ich so im Homeoffice mache? Dass ich, keine Ahnung, irgendjemand, gibt es da eine Kontaktperson, die mir da vielleicht helfen kann oder dass ich Nachhilfe anordern kann oder wie läuft das ab? Es ist schön mit deinem Thema zu tun, Dirk, dass du jeweils in den Botschaften von der Föderation vermittelst. Es geht um die Verantwortung. Also ich meine, wenn ich ein Thema habe, wo ich merke, oh, da fühle ich mich selbst nicht sicher, entweder ich eigne mir das zuerst an oder ich ziehe mir jemanden dazu. Also es gibt ja immer Menschen, die was sehr gut können, ob das jetzt dann später vielleicht in der Biologie was ist oder in einer Sprache. Und dann hole ich mir so einen Menschen dazu und frage, kannst du einmal in der Woche, wie dann halt der Bedarf ist, oder zweimal in der Woche das mit uns anschauen? Und das macht es ja eben auch wieder interessant, weißt du? Du hast dann, und das ist vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt, das Sozialverhalten. Viele sind der Ansicht, wenn Kinder zu Hause unterrichtet werden, dass sie keine Sozialkontakte haben oder dass die eher ja nicht so gut sind, sage ich mal. Aber ich sehe auch da wieder genau das Gegenteil. Denn Kinder, die zu Hause unterrichtet werden,
und auch so zu Treffen gehen von solchen, die auch die Kinder zu Hause unterrichten, da hast du alle Altersstufen. Also von einem Baby, weil die Eltern ja vielleicht mehrere Kinder haben, zu dem 14-Jährigen hast du alles. Und das ist dann ein ganz anderes Miteinander. Oder auch, wenn Gruppentreffen sonst stattfinden, dann sind nicht immer die gleichen dabei. Also Kinder lernen, sich jedes Mal neu zu orientieren. Und wenn du das jetzt mit unserem Schulsystem vergleichst, da kommst du in die Schule, hast deine Klasse und die bleibt mal einige Jahre. Und da bilden sich Gruppen und naja, wir kennen das, dann, was dann alles daraus resultiert, total unnatürlich. Und hier können Kinder wirklich, so erlebe ich's, das Gefühl auch oder die Erfahrung machen von der Resonanz, weil du ziehst automatisch dann immer wieder andere Menschen an und neue Freundschaften, die gerade für diese Zeitspanne passen. Also es gibt selten, bis auf wenige, die wirklich so eng sind und ich sag mal, das meiste passt, die ziehen sich so durch die Jahre hindurch, diese Freundschaften. Aber es gibt immer wieder Freundschaften, die sind für eine Weile da und die sind dann auch wirklich nährend und bereichernd und dann kommen wieder neue. Und das ist nie, da kommt eben dann auch nie dieses Gefühl von Konkurrenz oder Verlust, weißt du, weil du weißt, oder die Kinder wissen, ja, es ist ein inneres Wissen. Ich habe immer die Menschen um mich, die ich brauche. Und das ist was ganz anderes. Und das ist für mich Sozialverhalten. Okay. Und wie sieht es nachher mit dem Abschluss aus? Ich denke mal, das wird die Zuhörer bestimmt auch interessieren, weil ich muss ja dann nachher letztendlich irgendwie einen Abschluss haben, Abschlusszeugnis oder wie auch immer, um dann ins Berufsleben studieren oder was auch immer. Wie läuft es da ab? Das ist sehr unterschiedlich. Also ich weiß, ich kenne Familien, die haben ihr Kind wirklich bis bei uns in der Schweiz geht es ja 9 Schuljahre, also insgesamt 11. Und die haben das all die Jahre durchgezogen. Und dann hat sozusagen aber das Kind keinen offiziellen Abschluss. Und die bekommen trotzdem eine Lehrstelle, weil es gibt, sei es die Form von Multichecks. Ich weiß nicht, ob es das bei euch in Deutschland auch gibt. Sagt mir nichts, weiß ich nicht. Das ist so ein Test, also den musste ich beispielsweise auch machen, obwohl ich ja normal zur Schule ging. Das ist ein Test, wo über die verschiedensten Fächer, je nach Beruf, den du wählen möchtest, wirst du getestet. Und dann wird geschaut, wie ist dein IQ oder wie schneidest du da sozusagen ab. Und ist jetzt sehr kurz zusammengefasst, aber ist so eine Übersicht. Und anhand dessen, den reichst du dann ein, wenn du dich bewirbst beispielsweise. Und es gibt auch Berufe, wo du eine gewisse Punktzahl erreichen musst, damit du das dann überhaupt, also damit du genommen wirst von der Firma. Und diese Möglichkeit steht ja beispielsweise offen. Dann kenne ich aber auch Eltern oder Kinder, die dann sich gesagt haben, ich will studieren. Weil das ist eben auch das Interessante, weißt du? Viele wollen dann studieren, aber die sind dann auch erfolgreich, weil die wissen ja, dass Lernen Freude machen kann. Und die gehen nicht wie, also ja, wir wahrscheinlich die meisten. Du bist so lange zur Schule gegangen und irgendwann denkst du, jetzt habe ich satt, also jetzt ist aus, jetzt will ich nicht mehr. Bei denen fängt es ja wie erst an. Und das ist ja auch was Schönes, weil die kommen dann mit dieser ganzen Freude und diesem Elan. Die wollen wirklich was. Und dann haben die ganz normal eine Aufnahmeprüfung zu machen, wie andere auch. Oder es gibt mittlerweile auch sehr viele Online-Schulen, die so einen Abschluss bieten. Also das ist wirklich sehr bunt. Und da findet jeder für sich, der es interessiert, seinen idealen Weg, weil ich sage auch immer, es gibt nicht das Erfolgsrezept. Das gibt es nicht. Weil es kommt aufs Kind drauf an, auf dich selbst, auf die Familie. Es sind so viele Faktoren. Das ist nicht einfach so. So ist es. Okay. Janine, was ist jetzt dein Leistungsangebot? Was, wenn man dich jetzt kontaktiert, was muss ich mir darunter vorstellen? Was wird da passieren? Was bietest du an? Also ich biete sozusagen wie Coaching-Sitzungen an, weil es mir darum geht, dass Erziehung hat ja mit den Eltern zu tun. Und wenn ich ein Kind anders erziehen möchte,
oder eben das Gefühl habe, dass da was nicht stimmt, muss ich ja an mir selbst zuerst arbeiten. Und von daher richtet sich mein Angebot sowohl als Eltern in Form von Coaching und Lebensberatung, als aber auch an überhaupt Menschen, weil vielleicht wollen die irgendwann Kinder haben oder haben aufgrund ihrer eigenen Kindheit irgendwelche Traumata, sage ich mal, die da sind, weil es einfach nicht so abgelaufen ist, wie sie das gefühlt haben. Und so sind das so diese zwei Bereiche, also Coaching und Erziehungsberatung. Aber auch biete ich an für Kinder, die eben beispielsweise zu Hause unterrichtet werden oder aber auch zur Schule gehen und dadurch irgendwelche Lernschwierigkeiten erhalten habe, dass die dann unterstützt werden, dass die da wieder die Freude erkennen und merken, ich bin gut, so wie ich bin, weil das ist mir ganz wichtig, selbst wenn ein Kind irgendwas nicht kann, sage ich mal. Das hat ja irgendeinen Grund. Und in der Schule fehlt einfach oft den Lehrern die Zeit, das wirklich anzuschauen. Und man will das auch gar nicht. Ich meine, es ist unmöglich. Und später im Leben braucht ja auch kein Mensch all das, was wir lernen. Aber Kinder sind so feinfühlig, wenn die dann in irgendeinem Fach immer eine schlechte Note bekommen, dann denkst du irgendwann, ich bin schlecht. Und das geht ja dann immer weiter. Also da beginnt schon so dieser Ansatz von dieser Grundproblematik der Hoffnungslosigkeit. Ich kann nichts, ich bin nichts. Und ja, und die, die wirklich gut sind, die haben interessanterweise den anderen Nebeneffekt, dass es dann ist, oh, ich muss weiter lernen, sonst werde ich plötzlich schlecht. Also ist doch ganz interessant, oder? Ja, Ja. stimmt. Und wenn du sagst, du willst den oder du kannst den Kindern helfen, wenn sie Lernprobleme, wie sieht sowas als Beispiel aus? Also wenn ich jetzt sage, ich habe mein Kind, kommt einfach nicht mit, das hat irgendwie ständig immer, bleibt hängen in der Schule und die Noten werden immer schlechter und so. Wie kannst du jetzt dem Kind helfen? Also am besten ist natürlich, wenn die Möglichkeit gegeben ist, dass man das vor Ort macht, weil doch die Präsenz, also das Physische, ist ja doch was ganz anderes. Aber ich biete es auch online an. Und in erster Linie geht es darum, dass das Kind einfach mal sagen kann, wie es die Dinge wahrnimmt. Also wie es sich fühlt, weil darum geht es, dass es erstmal angenommen wird und die Möglichkeit hat, sich selbst zu äußern. Und erst dann stelle ich dann Fragen. Oder interessant ist auch immer, wenn du ein Kind sagen hörst, wie es die Situation sieht und nebenbei die Eltern. Und meistens ist das ganz anders. Trotzdem, dass das Kind sozusagen das Leidtragende ist, hat das immer noch mehr Hoffnung als meistens die Eltern. Weil die Eltern erinnern sich in dem Moment an ihre Kindheit und an ihre Schwächen oder Probleme und Sorgen und übertragen ja das dann aufs Kind. Also, und meistens geht es gar nicht so sehr dann ums Fach. Also meistens ist es irgendwo psychisch was, mental, seelisch, das da in eine Blockade ging, aber nicht wirklich das Können. Also, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Die Kinder. Man muss ihnen einfach auch die Möglichkeit geben, dass sie Erfolge haben. Und dann sind sie nämlich auch bereit, sich Dingen zu widmen, die ihnen anfangs schwer fielen. Weil sie merken, ich kann das schon. Also so wie Leistungssport, würde ich sagen. Ich meine, wenn jemand wirklich Leistungssportler werden will, da sagt doch der Trainer auch nicht ständig, ach, kannst du schon wieder nicht, hast schon wieder so lange gebraucht. Also weißt du, sondern da wird immer aufs Positive appelliert und gesagt, toll, ja, beim nächsten Mal schauen wir, dass du das steigern kannst und das ist gut. Und das erweckt so diese Triebkraft. Ja, also so sehe ich das. Dirk, ich glaube, ich muss gerade kurz den Stromadapter holen, sonst bin ich gleich weg. Kein Problem, da mache ich kurz. So, ja, Strom wieder da, alles gut. Genau, Licht wieder an, ja. Prima. Ja, also das heißt, wenn jemand zum Beispiel aus der näheren Umgebung kommt oder so, dann findest du es sinnvoller, dich persönlich zu besuchen oder kommst du dann zu den Personen hin oder wie läuft das ab? Eher so, ja.
dass ich dann zu den Menschen Ah, gehe. okay, also Weil ein Kind die. fühlt sich wohler in seiner Umgebung. Also, weißt du, als wenn das dann wirkt so wie eine Therapie oder so. Das ist komisch. In welchem Radius fährst du? Also bist du bereit zu fahren, weil es ja auch ein zeitlicher Faktor ist? Also da nehme ich gut so eine Stunde auf mich, auf Fahrtweg. Ich verrechne das natürlich dann entsprechend, weil es ja doch auch eine Zeit ist. Aber da findet sich immer ein Weg. Also man kann ja miteinander sprechen. Ja. Natürlich. Ja, Ja. prima. Ja, Janine, dann danke erstmal für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich habe jetzt gerade so einen Impuls gekriegt, dass wir nochmal ein Gespräch führen. Und zwar, dass wir nochmal mehr mit dem Spirituellen noch tiefer einsteigen. Gerade auch was das Thema Kindheit betrifft. Aber das machen wir dann mal das nächste Mal beim nächsten Video. Und ja, dann, wie gesagt, erstmal vielen Dank. Dir Danke dir. erstmal guten Erfolg mit deiner Tätigkeit. Danke, ja. War ja schon fasziniert, muss ich sagen, wo ich das erste Mal gehört habe, wie deiner Tochter, wie du das alles machst mit dem Homeschooling und so. Und ja, und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Da freue ich mich dann drauf. Sehr gerne, ich mich auch. Und danke dir, Dirk. Sehr Bis gerne. bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.